Dieses Video wird ermöglicht durch JRQ3D Druck, Mises Modellbahn Center und der Bentheimer Eisenbahn AG. Gute und Hallöchen, Modellbahnfans. Ich bin der Schmidtko aus meinem Modelleisenbahnchaos. Heute gibt es den Neubau meiner Modelleisenbahnanlage Bad Bentheim Teil 1. Jetzt kann ich mir noch merken, welcher Teil das ist. Mal gucken, wie es so weitergeht. Ja, heute verrate ich euch meine Gleispläne oder ich zeige euch mal alle Gleispläne, die so gemacht wurden und welcher dann der Finale geworden ist. Das schauen wir uns heute an. Viel anzuschauen gibt es in Zukunft auf meinem Kanal, deswegen gerne Kanal abonnieren. Und ihr könnt mich unterstützen, indem ihr einen Daumen nach oben gebt, also das Video liked, denn dadurch wird das ganz vielen Modellbahnfans vorgeschlagen und ich bleibe im Algorithmus. Also helft ihr mir damit am meisten. Ja. Ich freue mich auch auf Kommentare. Schreibt mal unten rein, wie ihr die Gleispläne findet. Also auf jeden Fall lohnt sich das dran zu bleiben, denn die untere Ebene, also der Schattenbahnhof, die hat es in sich. Das kann ich euch verraten. Genau. Ihr wisst, ich baue die Anlage Bad Bentheim, oder es heißt, ich baue den Bahnhof Bad Bentheim weitestgehend nach. Das Problem ist halt ein bisschen, dass der Bahnhof sehr lang ist und an der geraden Strecke liegt und ich muss es ja irgendwie in die Kurve kriegen. Also wird er nicht ganz hundertprozentig ein 1:1 Nachbau. Ich werde mich aber am Vorbild orientieren. Ich habe Bilder vom Vorbild gemacht. Ich war selbst da bei Google Maps, Google Earth, Apple Karten und ein beliebiger Kartenanbieter kann man wunderbar schauen, wie es von oben aussieht und sich da Markierungen setzen und das alles auch so ein bisschen vermessen und so. Wie gesagt, ich war vor Ort. Schon einige Bausätze hier liegen. Ihr wisst, ich hole es gerade nochmal zum Zeigen. Hier liegt so viel Zeug, ne? Dass alles jetzt hier so ein Durcheinander ist. Ja. Also hier, ihr wisst ja, ich habe den Bahnhof Bad Bentheim hier von Busch und die Wartehalle dazu. Und daraus werde ich was zaubern. Ich werde mir auch irgendwie das Stellwerk bauen. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Bin gleich wieder da, falls ihr mich nicht seht. Da bin ich wieder. So, ich werde das Stellwerk versuchen irgendwie nachzubauen. Es wird auch kein 1:1 Nachbau. Ich werde mich an Bad Bentheim orientieren, das wisst ihr. Ich persönlich finde es leichter, wenn man ein Vorbild hat, das man versucht nachzubauen. Oder wenn, also manche bauen ja 1:1 das Vorbild nach, das mache ich nicht, weil da fehlt mir der Platz. Ich müsste dann hier über die ganze Länge gehen. Das wird aber nicht so sein. Bei den 5,20 Metern hätte ich die Bahnhof-Ein- und Ausfahrt schön gerade machen können. Das hätte man dann anders gestalten können. Hätte ich machen können. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wäre das auch eine geile Idee. Aber ich möchte noch was anderes auf der Anlage darstellen und das werdet ihr dann gleich sehen. Mein Bahnhofsmodul, hier oben ist die Playlist dazu, zum Bau dieses Bahnhofsmoduls. Wenn ihr da Teil 1 anschaut, werdet ihr feststellen, dass ich das auch nach einem Vorbild nachgebaut habe. Und da habe ich mir einen Bahnhof ausgesucht, das ist ein Haltepunkt in der Nähe von Paderborn, Salzkotten heißt der Ort. Und habe mich dann daran orientiert beim Nachbau und das macht es deutlich einfacher. Ja, weil muss ich nicht selber ausdenken, ach, wie war das nochmal oder wie sieht das im Vorbild aus, wie könnte ich das möglichst gut machen. Ja, man orientiert sich einfach dann am Vorbild, indem man das so nachbaut und es dann für sich so anpasst, wie man das möchte. Habe ich ja auch gemacht, hat ja einigen von euch sehr gut gefallen. Der Steve Chaosbahner, der war hier und war schwer beeindruckt. Der Axel ist auch immer noch schwer beeindruckt von meinem Modul. Ja. Die sagen alle, ich soll es behalten, aber ich habe keinen Platz dafür. Und unser Modulclub hat sich quasi aufgelöst, was ein bisschen schade ist. Ja, und für Fotos zu machen, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich es wie der Held vom Erdbeerfeld und baue das dann im Wohnzimmer auf und mache noch so eine Kehrschleife dran oder so. Alles ein bisschen doof. Naja. Wenn es einer von euch haben will, mach mir ein Angebot. Egal. So, eh unbezahlbar. So. Mir gefällt es ja trotzdem immer noch sehr gut. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal
zu den Gleisplänen und schauen uns die Gleispläne an. Und wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Idee findet und wie ihr das so machen würdet. Genau. Auf zu den Gleisplänen. Ja, ihr wisst ja, wie gesagt, es wird der Bahnhof Bad Bentheim im weitesten Sinne. Und hier haben wir mal eine Draufsicht vom Bahnhof Bad Bentheim. Und da könnt ihr hier ganz gut, hier ist das Bahnhofsgebäude, hier ist der Parkplatz, hier ist der Anbau, wo das Restaurant drin ist, die Toiletten. Hier sind die zwei Bahnsteige, die Straße und dann geht es hier weiter. So, hier unten ist das Schloss. Das Ganze haben wir auch noch mal in einer besseren Darstellung, ein bisschen näher. Da sehen wir jetzt den Bahnhof noch mal ein bisschen besser. Mit dem Bahnhofsvorplatz, Bahnhofsgebäude, Stellwerk, Parkplatz, der Anbau mit Restaurant, die zwei Aufzüge, die Bahnsteiggleise mit den Wartehäuschen und den Busbahnhof. Toilettenhäuschen. Alles gut zu erkennen, da kann ich mich gut dran orientieren. Und ich war ja, wie gesagt, auch schon vor Ort, habe mir das live angeschaut. Hier haben wir den Bahnhof nochmal vor dem Umbau, so sah der vorher aus. Alles ein bisschen anders gewesen. Ja, also man kann das Stellwerk hier noch ganz gut erkennen. Auch der Parkplatz ist gleich geblieben, aber hier der ganze Vorplatz wurde komplett anders gemacht. Ich zeige euch nochmal hier, so sieht es jetzt aus. So sah das damals aus. Da war der Busbahnhof hier so eine Schleife. Ja, da steht ja jetzt das Toilettenhäuschen. Und ihr seht, es ist alles ein bisschen anders geworden. Aber ich werde mich wahrscheinlich, oder das heißt wahrscheinlich ziemlich sicher, hier dran orientieren an der aktuellen Variante. Genau. So, und dann hatte ich mir einen Gleisplan gemacht. mit Paint. Der sieht so aus. Ja. Also ihr könnt, hier ist quasi das Dachfenster. Und hier ist der Eingang und ihr seht schon, das wird eine Rundumanlage. So, und dieses Teil hier soll dann rausnehmbar oder klappbar sein, dass ich von hier reingehen kann. Und die Tiefe der Schenkel wird 80 cm und das hier sind 4 Meter mal 2,75 Meter. Auch hier 4 Meter mal 2,75 und hier in der Mitte ist dann noch genug Platz, dass ich mit meinem Bürostuhl sitzen kann. Ja, und ihr seht hier oben, hier ist der Bahnhof, hier die Straße mit der Unterführung. Und dann geht das hier rüber und jetzt seht ihr, hier ist Wasser. Im Original ist da kein Wasser und hier ist Wasser. Oh, es gibt wohl einen Hafen. Ja, die Idee mit dem Wasser hier und hier. Ich wollte ursprünglich eine Kombination machen aus dem Bahnhof Bad Bentheim und ja, Norddeutschland, da an der Ostseeregion Lübeck, Travemünde, so die Ecke, deswegen wollte ich es Bad Lünebeck nennen. So ein Mix aus Lüneburg, Bad Bentheim und Lübeck. Da, das war noch hier in diesem Plan mit verankert. Deswegen steht auch hier Holstentor und eine Windmühle und sowas. Aber da habe ich mich dagegen entschieden. Jetzt habe ich den Daumenfinger. Nun ja. Und ja, der Guido von Meises Modellbahncenter, der Guido Meisner, der hat mir angeboten, mir zu helfen und meine Gleisplanung zu übernehmen. Und wir haben uns dann noch dran gemacht. Wir hätten gerne ein Video zusammen gemacht, wie wir das machen. Das hat aber aus zeittechnischen Gründen nicht geklappt. Guido ist im Moment viel am Arbeiten. Ich bin sehr viel am Arbeiten und ja, zwischen Hamburg und Frankfurt ist halt schon ein gutes Stück. Deswegen haben wir das alles online gemacht. Und viel telefoniert und über E-Mail. Ja, und da sind so manche Ideen bei rausgekommen. Und der erste Gleisplan ist quasi dieser hier. Da hatte Guido noch meinen Plan nicht gesehen. Ich habe ihm also gesagt, den gesehen, hat dann erstmal, also wie er das interpretiert hat. Na, da muss ich ein bisschen rauszoomen. So. Hier oben quasi die Bahnhofsgleise. Dann hier die Einfahrt in den Schattenbahnhof. Und ja, hier noch Abstellgleise hier, so, und da hat er quasi den Bahnhof, den Hafen so geplant, der hier unten ist, dass ich quasi da noch einen Haltepunkt habe, hier Züge im Kreis fahren lassen kann. Ja, das Bahnhofsgebäude wäre dann hier in der Mitte gewesen, also zum Fenster hin. Hier ist der erste Plan vom Schattenbahnhof. Ihr seht schon,
Da ist auf der Fläche einiges möglich. Also alles, was er rausgezaubert hat. Ihr seht 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14 Gleise. Das ist, finde ich, ganz okay. Ja, das ist wie gesagt der erste Plan, wie wir angefangen haben. So sieht das dann farblich aus. Hier hat der Guido das dann schon angepasst auf den, also ohne diese Abstellgleise und den Bahnhof dann auf die Innenseite. Ich möchte nämlich auf den Bahnhofsvorplatz schauen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich für eine Modelleisenbahnanlage meistens, wenn man ja die Gleise vorne haben, das Bahnhofsgebäude hinten, wie es auf meiner alten Anlage auch war. Aber mir geht es ja primär um den Bahnhof an sich und weil ich das Empfangsgebäude von der Straßenseite sehr, sehr schön finde, wird das dastehen, wo ich sitze. Ja, das ist wie gesagt der erste Plan und wir schauen uns jetzt mal an, wie die Evolution der Gleispläne sozusagen vonstatten gegangen ist. So, ja, ich hatte ja dann mit Guido Rücksprache gehalten und dann seht ihr, das ist dann schon die nächste Evolutionsstufe. Hier ist das alles ziemlich gerade. Normalerweise versucht man ja keine geraden Kanten zur Anlagenkante zu machen. Bei der Anlage ist es jetzt aber egal. Das ist halt die Möglichkeit, dass ich möglichst lange Bahnsteige haben kann. Und die Bahnsteiglänge wird dann 2 Meter betragen, also glatt 2 Meter. Das heißt, ich kann schon eine Lok und 6 1 zu 87 Wagen auf jeden Fall dran fahren. In 1 zu 100 gehen auch 7 Wagen, also das reicht für meine Verhältnisse auf jeden Fall. Und die Güterzuggleise sind ja länger. Dadurch kann ich dann da auf jeden Fall noch längere Güterzüge fahren lassen. Und die Schattenbahnhofsgleise sind auch über 2 Meter, also das klappt ohne Probleme. Ja, hier ist noch so ein Lokschuppen eingezeichnet, den wird es nicht geben. Aber es wird Abstellgleise geben, also hier, das ist gar nicht so verkehrt mit den Abstellgleisen. Die werden auf jeden Fall kommen. Nur hier oben ist eine Aussparung drin, weil da kommt, ist der Dachbalken, der sitzt an der Stelle. Da, wo immer das Wasser reinläuft, schauen wir mal, ob das in Zukunft aufhört. So, bisher ist übrigens dicht. Dann schauen wir mal, wie das Ganze in Farbe aussehen würde. So würde das dann aussehen. Hier ist der Hafen auch noch, vielleicht noch gerade mal, hier sieht der Hafen noch so aus, mit der Zufahrt von hier. Ja. So würde das Ganze dann aussehen, in Farbe, hier oben der Hafen. Da sind die Flüsse nicht mit drin, ja, das würde dann aber noch dazu kommen. Und ihr seht schon hier, Bahnsteiggleise sind schön lang, das Bahnsteiggleis am Bahnhof ist sogar noch ein Tick länger. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, und so sieht das dann von der Hafenseite aus. Das ist quasi, ja, so die mittlere Entwicklungsstufe. Und ihr seht schon, ja, hier gibt es was, da gibt es was. Alles ganz cool soweit. Und wir schauen uns jetzt mal den ziemlich finalen Gleisplan an, würde ich sagen. So, jetzt hier der ja, zu 90% finale Gleisplan für die Sichtebene. Ihr seht, hier ist der Fluss, der einmal durchgeht. Ob ich den dann wirklich mache oder nicht, werden wir sehen. Ihr seht, dass die Zufahrt zum Hafen auf der Seite ist, wo das ausnehmbare Segment ist. Das wünsche ich mir einfach so, weil im Original ist es so, dass wenn man hier vom Bahnhof steht, dass die Züge nach Holland nach hier fahren und die Züge nach Deutschland nach hier fahren. Und auch der Bahnhof Bad Bentheim hat Anschluss an ein Containerterminal und zwar kann man von Bad Bentheim, das würde dann über die Gleise gehen, die hier oben liegen, von der Bentheimer Eisenbahn, die gehen dann hier nach oben so weg im Original. Da könnte man dann an das Containerterminal nach Kulförden fahren. Das liegt genau auf der Grenze. Die deutsch-niederländische Grenze geht genau durch das Containerterminal durch. Und da gibt es zwar auch Wasser, so ein Kanal ist da, aber keinen klassischen Binnen- oder Seehafen, aber ein Containerterminal, ein relativ großes. Ja, und das soll quasi dann hier stattfinden. Hier kommt quasi Containerterminal hin. Hier vorne kommt dann die Ölverladung hin. Und hier der Schrottplatz. Und hier oben sind die Abstellgleise, um die Züge auch zu trennen. Die sind auch über 2 Meter lang. Das geht ganz gut. Hier sieht das jetzt so aus, als würde die Strecke hier so reingehen. Das ist natürlich nicht so. Ja, also hier geht es in den Schattenbahnhof. Ihr seht auch die Höhen, hat der Guido mir mit eingezeichnet. Ja, und hier oben die Gleise wandern wahrscheinlich nach hier drüben, weil hier sitzt dann der Dachbalken.
Genau. Ja, im Großen und Ganzen ist das der Gleisplan, wie er kommt. Und der Kracher ist der Schattenbahnhof. Das ist die finale Version vom Schattenbahnhof. Und Leute, also das ist der Hammer. Ich hatte Guido noch gebeten, dass er mir einen, oder ihn gefragt, ob er mir einen Dings machen kann, einen Verteilerkreis noch mit rein, weil ich ja auch Wendezüge fahre und normalerweise die Züge, die ja nach hier rausfahren, auch wieder von hier kommen sollen. Und das hat er umgesetzt. Auch wenn mich da so ein Schattenbahnhofsgleise gekostet hat, ist aber nicht so schlimm. Der Schattenbahnhof hat jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, doch immer noch 14 Gleise. Was auf jeden Fall ziemlich geil ist, die mindestens 2 Meter lang sind. Und das ist quasi ein Wendezuggleis für lange Wendezüge. Die kann ich dann da gut abstellen. Und man kann, je nachdem, wenn man von, na, sieht man jetzt nicht, so, ich mache nochmal ein bisschen, so, zack, jetzt seht ihr das. Und man kann von beiden Seiten, wenn man in den Schattenbahnhof fährt, den Zug abstellen und der Zug fährt dann immer, kann dann immer in den Verteilerkreis fahren und dann entweder sich hier nochmal abstellen oder kann dann wieder zurück auf die Strecke fahren und von hier genauso. Also ich kann ihn entweder direkt wieder wenden lassen, wieder zurückfahren lassen oder ich kann ihn auch hier in den Bahnhof fahren lassen und ich finde, das ist eine richtig geile Lösung. Das ist auch komplett R2, passt hier genau rein. Richtig gut. Also da hat Guido sich wirklich selbst übertroffen. Hier oben seht ihr auch die Aussparung für den Dachbalken. Sitzt ziemlich an der Kante. Das wird mit dem Hintergrund ein bisschen blöde. Mal gucken, wie ich das löse. Und ich finde, das ist einfach genial. Also der Schattenbahnhof ist der Hammer. Da hat der Guido sich echt selbst übertroffen. Das muss man mal sagen. Das ist einfach der Kracher. Und man kann alle Schattenbahnhofsgleise von allen Ecken aus befahren. Das ist richtig gut. Der Schattenbahnhof im Finalen. Schaut ihn euch an, genießt ihn. Und hier nochmal der Gleisplan zu 90% auf der Sichtebene. Ja, das Segment wird, wie gesagt, trennbar gemacht. Das kann ich dann hier ganz gut trennen. Guido hat das hier noch zweigleisig gemacht. Das wird aber eingleisig werden. Mit einem Abstellgleis, also ein Ziehgleis, das heißt, da kommt keine Weiche hin. Und das heißt, hier kann ich gut rennen. Im Schattenbahnhof wird es natürlich an der Stelle ein bisschen tricky, wegen den Weichen. Aber da lasse ich mir irgendwas einfallen. Ich werde das irgendwie schräg machen oder so, weil hier ja die DKW sitzt. Und vielleicht ziehe ich das auch ein bisschen vor, dass die DKW hier schon sitzt. Mal schauen, wie ich das hinkriege. Da fällt mir auf jeden Fall noch eine Lösung ein. Und dann mache ich das Teil rausnehmen und klappbar. Richtig cool und wir sehen uns jetzt nochmal in meinem Modellbankhaus wieder. Da bin ich nü. Ja. Ihr habt die Gleispläne gesehen. Der Hammer, oder? Ist der Schattenbahnhof geil oder ist der Schattenbahnhof geil? Hm? Der Verteilerkreis wird dann hier hinten in der Ecke sein und ich kann dann trotzdem noch mittendrin sitzen. Also ich sitze dann quasi hier. Und dann haben wir hier 80 von der Wand weg. Ist dann auch ungefähr hier. Der Rest ist dann hier. Also ich kann hier noch sitzen, mich drehen und komme überall ziemlich gut ran. Absolut abgefahren. Und ja, was ich noch ganz vergessen habe, vielen Dank für 5000 Abonnenten. Ich habe ja jetzt schon, weiß ich nicht, 5050 oder so. Ihr seid ja der Hammer. Vielen, vielen Dank. Und ganz liebe Grüße gehen raus an den Kian. Der hat eine Lok von mir gekauft, ist hoffentlich sehr happy mit dieser Lokomotive. Andere von euch, jeder, der hier zugeschlagen hat, ihr habt mir das ja echt aus den Händen gerissen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich so supportet. Ich hätte das nie erwartet, als ich vor 3 Jahren mit, also ich habe ja YouTube, den Kanal habe ich ja schon lange, ich habe ja auch Videos gemacht über Elektroauto zum Beispiel. Oder Modellbahnmessebesuche und richtig ging es ja erst wirklich los, ja, während Corona. Als ich zu mir gesagt habe, ich spezialisiere mich auf Modelleisenbahn und also da ging das ja wirklich jetzt hier in 3 Jahren von 50 Abonnenten auf über 5000. Das ist der Wahnsinn. Vielen Dank. Das wäre ohne euch, wäre das hier alles gar nicht möglich und es spornt mich auch weiterhin an, hier weiterzubauen. Ja, jetzt hängt es noch ein bisschen dran, dass der Unterbau, der alte halt weg muss und
Dann muss ich hier im Zimmer noch ein bisschen was renovieren. Ich muss ja die Wand nochmal streichen. Und ja, es sind auch noch so ein paar Flecken an der Wand, die würde ich vielleicht noch wegmachen. Das heißt, ich werde dann nochmal streichen, hier den Boden nochmal wischen. Ich muss die Lampen nochmal ein bisschen umhängen, dass ich das Licht über der Anlage habe. Hier oben hängt zum Beispiel so eine kurze LED-Leiste, die muss dann eine lange werden, damit ich bis hinter gleichmäßiges Licht habe. Und ja, das werde ich die Tage aber machen, dann nehme ich euch auf jeden Fall mit, ist ganz klar. Ja, die ein oder andere neue Lokomotive oder der ein oder andere neue Wagen kam auch noch dazu. Ich weiß ja schon eine ganze Weile, dass ich Bad Bentheim mache. Und ich habe ja auch vorher bei meiner alten Anlage schon niederländische Lokomotiven gehabt. Deswegen passt das ganz gut. Aber seitdem ich weiß, dass ich neu bauen muss, und es war ja schon so, als klar war, dass ich hier abreisen musste, dann habe ich gesagt, okay, jetzt geht's mit Bad Bentheim los. Also ich wusste das schon für mich, weil ich gesagt habe, ich möchte den Bahnhof einfach haben, weil ich das Bahnhofsgebäude so mega geil finde. Ja, und seitdem kaufe ich mir schon niederländische Lokomotiven und ich habe ja auch einiges verkauft. Ich werde noch einiges verkaufen müssen. Auch ganz viele Gebäudemodelle. Einige davon gebaut, manche sogar umgebaut, weil ich kann es einfach nicht mehr verwenden. Und ja, soll es im Keller vor sich hin stauben oder soll ich es wegwerfen? Das ist ja Blödsinn. Wenn es soweit ist, setze ich das auf jeden Fall hier, erkläre ich das bei YouTube und dann könnt ihr gerne noch ein bisschen was von den Sachen haben. Da ist Rollmaterial dabei, hauptsächlich Sachen, die halt so gar nicht nach Bad Bentheim passen. Das wird auch immer mal ein Zug hier durchfahren, dann durch Bad Bentheim. Ich zeige noch hier, weil hier sitzt ja dann der Bahnhof. Es wird immer mal ein Zug da durchfahren, der im Original da nicht gefahren ist. Gerade Baureihe 218 habe ich ja einige und das ist einfach eine tolle Lok. Und so Züge und Lokomotiven, die ich einfach geil finde, weil ich sie mag, weil ich die Lok total geil finde, weil ich den Zug total schön finde. Die gebe ich nicht her. Auch wenn es vorbildwidrig ist, lasse ich die trotzdem dann in Bad Bentheim fahren. Vor allem die Sachen, alles mit Frankfurt, klar, Lokalpatriotismus, der muss sein. Die Sachen gebe ich natürlich nicht her. Aber so andere Sachen, wird vielleicht unter einem anderen Triebzug dabei sein. Ich habe noch von die Tegernseebahn von Märklin, da habe ich die Lok, die ist sogar digital mit einem ESU-Decoder. Da ist der Lichtwechsel einzelschaltbar, also man kann Schlusslicht und alles einzeln abschalten und sowas mit vier Wagen, also so ein Wagenset, zwei Wagensätzen auch noch dabei. Die werde ich wohl verkaufen, auch wenn ich die Lok echt geil finde und den Zug, aber ja, das passt dann doch vielleicht nicht so ganz dazu. Triebwagen von Agilis, von Pico, ihr habt den gesehen. Ich finde den toll, Baureihe 440, aber der passt halt gar nicht. Ja. So Sachen, die setze ich vielleicht noch rein, noch andere Lokomotiven. Ich habe noch eine 182, also ein Taurus von der DB. Wagen, die ich los will. Also es kommt noch Sachen. Ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben, es lohnt sich. Und jetzt, wie gesagt, wer hätte es gedacht, der erste Teil heute vom Neubau meiner Anlage. Teil 1. Das heißt, es geht jetzt echt los. Ja, das seht dann im nächsten Teil wahrscheinlich, wie ich hier das Zimmer renoviere. Das werde ich dann wohl zeigen. Und wie es dann losgeht, wie ich den Unterbau mir passend mache und anfange, den Unterbau endlich mal zu machen. Und wenn dann erstmal die Schattenbahnhofsgleise liegen und verkabelt sind und einprogrammiert sind in der Software. Ja, ich freue mich schon auf den Tag, wenn der erste Zug hier rollt. Und dass es da hoffentlich dicht bleibt. Also, Dachdecker war ja da. Ich habe einen Schimmeltest gemacht übrigens. Der ist negativ ausgefallen. Also es ist kein Schimmel mehr da, definitiv nicht. Und ja, was soll ich sagen, ne? Werde ich mich da hinten nochmal dran machen. Und es hat jetzt auch nochmal gut geregnet seitdem und es hat ja wirklich Dachziegel abgedeckt. Also man kann nicht sagen, dass das frisch ist. Ja, mit Sicherheit ist es vor 50 Jahren nicht richtig festgemacht worden. Mein Vermieter weiß auch, dass das Dach hier ziemlich alt ist und dass da einiges mal nochmal neu festgemacht werden müsste. Aber der Mann ist über 80. Ich habe es ihm erklärt, mehr kann ich nicht machen und ich werde hier nicht ausziehen, wenn ich nicht wirklich ausziehen muss. Und die Anlage wird ja deshalb auch dann in einzelnen Segmenten gebaut, die alle durch die Tür passen und durch die Eingangstür und durchs Treppenhaus passen, dass, wenn ich hier ausziehen muss oder wenn wieder was ist, dass ich es auseinandernehmen kann, kann es mitnehmen, muss es nicht wieder zerstören. Weil in die Anlage jetzt stecke ich wirklich sehr, sehr viel Herzblut rein.
Und ich will das auch wirklich diesmal einige Fehler versuchen zu vermeiden. Und der Guido von Mises Modellbahncenter, Link zu seinem Kanal übrigens in der Videobeschreibung, schaut da mal rein. Lohnt sich, der macht immer ganz lustige Videos. Ist ein echt netter Typ und Grüße an Guido und an seine Frau und an sein Team. Ja, der unterstützt mich, wie gesagt, auch ordentlich und der guckt mir auf die Finger und haut mir auf die Finger, wenn ich hier Scheiße baue. Nur. Könnt ihr euch sicher sein. Der hat schon das ein oder andere Mal mit den Augen gerollt, als ich gesagt habe, was ich gerne am Gleisplan hätte. Ja. Das ist halt, wenn man als Laie da drauf guckt und der Profi, das ist schon immer. Aber es wird schon schief gehen. Es wird auf jeden Fall spannend. Bleibt dran und bleibt mir treu. Bleibt mir vor allem gesund. Das ist nämlich immer noch das Wichtigste. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Schmidtko.